liebe Schwestern und Brüder, ob es nun sogenannte frühjüdische Literatur ist, wie im 4. Esra-Buch oder Platons Symposion oder ein Stammtisch, Frauen sind beliebte Gesprächsthemen. Vor allen Dingen, wenn Männer zusammensitzen. Und vielleicht tröstet es diejenigen, die jetzt lächeln, dass das bei Jesus und Simon, dem Pharisäer, nicht anders ist. Frauen in dieser Runde, sehe ich schon, hören das etwas anders. Das ist eine sehr interessante Episode, an der sich sehr viel Kontroverses festmacht. Viele Väter, der sonst von mir oder eigentlich immer geschätzte Bernhard von Clairvaux, der sagt, das ist ja relativ deutlich, da kann Sündenvergebung deshalb geschehen, weil wir es mit einer reuigen Sünderin zu tun haben. Und das Zeichen der Reue, wie könnte das dann anders sein, sind die Tränen. Andere machen eine theologische Kontroverse daran fest und sagen, die kann überhaupt erst anfangen zu lieben, als ihr Jesus die Schuld vergibt. Also vorher, nachher, was ist zuerst? Also das Entgegenkommen, das Vergeben und dann die Umkehr, oder muss ich zuerst umkehren, damit mir vergeben wird, ein Hin und Her. Auf welche Seite sollen wir uns da schlagen? Ich plädiere immer dafür, den Text zu lesen. Denn, wie gesagt, bei aller Hochschätzung für den heiligen Bernhard und andere, von Reue steht hier nichts. Von Tränen der Reue ist hier nicht die Rede. Von Tränen, gewiss. Ich las bei einem Ausleger unserer Tage, der hat an eine Schauspielerin, Gott habe sie selig, erinnert, Maria Schell, und sagt, die war um Tränen nie verlegen. Also wo ist das Problem? Von wegen Reue. Diese Frau hier, und wenn wir einmal kurz, für ganz kurze Zeit, den vornehmen Sprachgebrauch der Einheitsübersetzung verlassen, ist eine stadtbekannte Edelhure. Nichts anderes. Eine Prostituierte, die ihr Geschäft offenbar versteht. Und sie tut das an Jesus und mit Jesus, was sie am besten kann. Männer massieren. Einölen. Mit ein paar Tränchen herumklimpern, berühren, mit ganzem Körpereinsatz. Ich gebe zu, und das ist richtig, es hat eine Distanz. Diese Frau merkt, dass sie da nicht irgendwen vor sich hat, denn all ihr Tun beschränkt sich, und Jesus betont es hinterher noch einmal auf die Füße. Nur die Füße, auch nicht das Haupt. Sie küsst auch sonst nichts, nur die Füße. Die Füße Jesu. Aber diese Frau kommt so, wie sie ist. Mit dem, was sie hat. Und was sie kann. Natürlich, man könnte sagen, man muss geradezu unanständig fromm sein, wenn man hier nicht auch das erotische Knistern wahrnimmt, das uns der Evangelist Lukas in der detaillierten Beschreibung aufbewahrt hat. Die Heilige Schrift ist sonst sehr diskret. Zum Beispiel, was ein anderer Bereich, wenn wir solche Bereiche Eros und Thanatos, Liebe und Tod anschauen, dass die Heilige Schrift immer sehr zurückhaltend. Wenn wir zum Beispiel daran denken, was ja ein großes Gegenargument gegen diesen Passionsfilm von Mel Gibson war, dass all das, was da auf brutalste Weise gezeigt wird und sicher auch geschehen ist, im Neuen Testament aber nicht detailliert geschildert wird. Sondern es bleibt die Freiheit, auch die Gewissheit, dass das natürlich schrecklich ist und eine Kreuzigung ist nicht gerade also eine harmlose Hinrichtung, aber die Heilige Schrift bleibt diskret. Sie braucht nicht den Schrecken von dicken Balkenüberschriften. Jeder in der Antike wusste, was Kreuzigung ist. Diese Schilderungen kann man sich sparen. Hier finden wir eine detaillierte Schilderung. Um deutlich zu machen, um uns deutlich zu machen, wie komme denn ich vor Jesus? Denn Lukas erzählt uns diese Geschichte, diese Begebenheit ja nicht irgendwie nur zu einer irgendwie gearteten Belehrung. Es ist Bernhard zum Beispiel wieder, der an anderer Stelle dieses Evangelium zitiert, wenn er über die Arten des Betens spricht. Das ist sehr interessant. Also wie kann ich richtig beten? Und er sagt, ich muss so kommen, wie ich bin.
Da ist dann plötzlich vom Wort der Reue nicht mehr die Rede, sondern wir haben ja manchmal die merkwürdige Vorstellung, dass wir erst beten können, wenn wir schon einiges klargerückt haben. Und ich treffe relativ viele Menschen, die sagen, nee, in die Kirche, da kann ich irgendwie auch gar nicht mehr hingehen. Da bin ich bin da irgendwie nicht würdig. Ich fühle mich da nicht richtig aufgehoben. Irgendwie die anderen, die da sitzen, sind alle so rein. Alle, die hier sitzen, machen jetzt innerlich ha, ha, ha. Ja? Wenn die wüsste, ja, wäre sie wahrscheinlich schon direkt da, würde uns rechts oder links überholen. Wichtig ist, dass wir aus diesem Evangelium mitnehmen und uns fragen, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Dass wir uns ihm zumuten, auch mit allem, was unser Leben ausmacht. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Schrifttexte heute an diesem Sonntag diese zwei sehr prekären Begebenheiten schildern. Einmal diese erotische hier im Evangelium, aber die Konsequenzen einer anderen sehr erotisch knisternden Situation in einer orientalischen Nacht, da König David im Vollbesitz seiner Manneskraft auf dem Balkon steht und seiner Nachbarin beim Baden zusieht. Auch nicht gerade besonders fein. Man denkt, er wäre gut erzogen. Ist der Gesalbte Gottes, ja von wegen. Es packt in die Lust. Und wie man das als König dann tut, er schickt auf die andere Straßenseite, lässt sich diese Batscheba, die später seine Frau ist, holen. Ein Schäferstündchen. Und dann, einige Wochen später, schickt Batscheba wieder auf die andere Straßenseite in den Königspalast. Ups, ich bin schwanger. Ja, das war jetzt natürlich jetzt so nicht vorgesehen. Uria, der Mann der Batscheba, steht an der Front im Krieg gegen die Ammoniter. Also, der König kann den nach Hause beordern. Kollege, ein bisschen Heimaturlaub schadet nicht von der Front. Ja, guter Kämpfer. Also, geh nach Hause zu deiner Frau, lass es dir gut gehen. Aber Uria, obwohl er ein Hethiter ist, also kein Israelit, sagt nein. Im Krieg zu sein ist eine Form, ist für uns ein ganz fremdes Verständnis, im Krieg zu sein ist eine Form von Gottesdienst. Da darf man nicht mit der eigenen Frau schlafen, das geht nicht. Und er setzt sich vor die eigene Haustür, draußen. Und David schickt immer wieder Leute hin, geht selber hin und sagt, jetzt, also unter uns Männern, sieht ja keiner. Das klappt nicht. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Uria wieder an die Front zu schicken, mit einem Brief an seinen Vorgesetzten, stell ihn in die erste Reihe, da wo der Kampf am heftigsten ist, sodass er sicher fällt. Und so kann Nathan hingehen, der Prophet, und David konfrontieren mit einer sehr interessanten Geschichte. Es gibt einen Mann hier in unserem Land, der hat Hunderttausende von Schafen, eins schöner als das andere. Und ein anderer, ein Armer, der hat ein einziges. Und dieser Reiche bekommt Besuch und lässt dem einen, der mit dem einen Schaf, lässt ihm das wegnehmen und es schlachten. Und David ist außer sich. Was? In unserem Land gibt es so einen. Der Typ muss kalt gemacht werden, sofort an die Wand gestellt. Aus. Und Nathan, nachdem sich David selber sein Urteil gesprochen hat, sagt ihm, der Mann bist du. Der Mann bist du. Du hast dem Hethiter Uria die einzige Frau weggenommen. Und deshalb kann Nathan heute in der Lesung sagen, er hatte doch die Frauen, wie das im Orient üblich war, bei den Stammvätern, die wussten noch nicht so viel von Monogamie, er hatte die Frauen alle in den Schoß gegeben. Alle. Frauen über Frauen. Vom Sohn David Salomo sagt man, dass es mehrere hundert waren. Das war ja die Qual der Wahl jeden Abend. Es ist nicht von ungefähr, dass die Schrifttexte heute genau diesen Bereich ansprechen, nämlich in der Sexualität. Wo wir als Menschen eine Kraft in uns spüren und die Gefahr immer groß ist, dass wir uns einfach unkultiviert diesem Trieb ausliefern. So wie diese Frau des Evangeliums unkultiviert ihrem Geschäft nachgeht. Es ist eine wichtige Aufgabe, gerade auch diesen Bereich in der Weise zu kultivieren, dass wir ihn mit ins Gebet hineinnehmen. Dass wir uns dem ehrlich stellen, was in uns lebt, welche Kräfte in uns anwesend sind. Dass wir durchaus auch im Gebet dankbar dafür sein können, dass wir Frau sind oder Mann sind. Und dass wir das spüren, auch biologisch, physisch spüren. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie können wir diese Kraft kultivieren? Wie können wir sie leben?
Und auch wenn viele meinen, dass wir da in diesem Bereich keine Weisung brauchen, ich vermisse immer die Aussprache darüber. Und wahrscheinlich die psychologischen Beratungsstellen, die Hausärzte genauso wie die Seelsorge, sofern sie noch gefragt werden, wissen, wenn es keine Kultur in diesem Bereich gibt, wie groß die Verletzungen sind, wie groß die seelischen Vernarbungen sind, die man auch gerade in jungen Jahren, in diesem Bereich, wenn er unkultiviert, einfach nur triebhaft gelebt wird, wie viel man an Narben und Verwundungen davonträgt, die manchmal ein Leben lang nicht mehr heilen. Das soll keine Angstmache sein, aber es ist eine realistische Feststellung. Jesus hilft dieser vernarbten Frau, egal wie wir ihre Tränen interpretieren. Von Reue spricht der Evangelist nicht. Sie bleibt stumm. Sie geht weg, aber Jesus entlässt sie nicht irgendwie, sondern er lässt sie zunächst an sich heran, weil es vielleicht den schwächsten Verbindungsfaden gibt zwischen dieser Frau, zwischen dieser Prostituierten und Jesus, den man sich vorstellen kann. Sie hat lediglich gehört, dass er da ist. Sie hat lediglich gehört, dass es ihn gibt. Und das reicht Jesus schon. Das reicht Jesus als Anlass zur Heilung, als Anlass, Sünden zu vergeben, als Anlass zu sagen, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, was für ein Glaube, werden wir sagen. Was ist das für ein, die hat kein Glaubensbekenntnis aufgesagt. Die hat sich nicht ihm zu Füßen geworfen und hat gesagt, du bist der Sohn Gottes, ich glaube an dich. Hat sie alles nicht gemacht. Nein, sie hat nur von ihm gehört, dass er beim Pharisäer Simon zu Tisch liegt. Und das ist die große Ermutigung, nicht nur für uns, die wir jetzt heute hier sind, und die wir manchmal ja auch wenn wir uns sonntags aufraffen, hierher zu kommen, die wir manchmal auch ganz weit weg sind. Obwohl wir diese Übung, diese gute Übung der Sonntagsfeier haben. Wir sind nicht alle in gleicher Weise bei Jesus nahe. Aber egal wie weit weg wir sind, auch gerade in diesem Bereich, den ich eben angesprochen habe, von Jesus zu wissen, dass es ihn gibt, dass ich mich jederzeit zu ihm aufmachen kann, ist ein Grund für Jesus, dass er uns annimmt, unsere Sünden vergibt. Und sagen kann, dein Glaube hat dir geholfen, jedem und jeder von uns.